Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Ich lese aus dem Brief des Paulus an die Römer im ersten Kapitel die Verse 13 bis 17. Ich lese, falls Sie den Text im Ohr haben, aus der Übersetzung von Luther, ich lese diesmal aus der Basisbibel. Es ist eine ganz recht neue Übersetzung. Ich will euch eines nicht verschweigen, Brüder und Schwestern. Ich habe mir schon oft vorgenommen, zu euch zu kommen. Aber bis jetzt wurde ich immer daran gehindert, denn ich wollte, dass meine Arbeit auch bei euch Frucht trägt, wie bei den anderen Völkern. Das bin ich allen schuldig. Ganz gleich, ob sie Griechen sind oder nicht, gebildet oder ungebildet. Wenn es nach mir geht, ich bin bereit, auch bei euch in Rom die gute Nachricht zu verkünden. Denn ich schäme mich nicht für die gute Nachricht. Sie ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. An erster Stelle die Juden, dann auch die Griechen. Denn durch die gute Nachricht wird Gottes Gerechtigkeit offenbar. Das geschieht aufgrund des Glaubens und führt zum Glauben. So steht es schon in der Heiligen Schrift. Aufgrund des Glaubens wird der Gerechte das Leben erlangen. Gott segne an uns dieses Wort. Als ich Theologiestudentin war, ist mir mal etwas ziemlich Peinliches passiert. Ich würde sagen, ich schäme mich da noch heute für. Ich traf mich mit einer älteren Kommilitonin, die schon dabei war, ihre Doktorarbeit zu schreiben. Ich kannte sie durch Smalltalks in der Bibliothek. Und sie erzählte mir, dass sie noch nicht so weit war mit ihrer Doktorarbeit, dass ihr irgendwie Zeit fehlte und irgendwie machte ich dann einen ziemlich dummen Kommentar, oberflächlich und ohne drüber nachzudenken. Ich meinte, vielleicht kannst du ja Zeit schaffen, indem du ein Kind bekommst. Sie guckte mich sehr mit sehr ernstem Gesicht an und meinte, ich kann keine Kinder bekommen. Natürlich bin ich sofort rot, jetzt könnte ich nicht noch wieder rot drüber werden, dass ich sowas Dummes damals gesagt habe, so unsensibel war, auch übergriffig. Nicht nur ist es peinlich gewesen aufgrund ihrer persönlichen Situation, sondern auch, weil es wirklich gezeigt hat, dass ich überhaupt nicht nachgedacht habe und dass ich natürlich ihre Grenzen überschritten habe, die privaten Grenzen im Allgemeinen. Und hinzu kommt natürlich, dass man erstens mal Kinder kriegen überhaupt nicht kontrollieren kann und dass es nie auch irgendwie ein Zweck sein darf, Kinder zu bekommen. Ich habe mich dann natürlich, weil in mir sofort die Scham hochkam und weil ich mich wirklich darüber, also mir unangenehm war, dass ich das gesagt hatte, bin ich natürlich dann, als ich sie wieder sah, diese Kommilitonin, hingegangen und habe mich bei ihr entschuldigt. Ja, uns sind Dinge peinlich, wir schämen uns, wenn wir eben halt wirklich merken, wir haben uns schlecht verhalten, wenn wir vielleicht sogar jemanden geschädigt haben oder wenn wir im Nachhinein merken, das war nicht richtig, was ich gemacht habe. Dieses Gefühl der Verlegenheit ist da auch wichtig, dass wir unser Verhalten überdenken und korrigieren. Diese Anekdote, die ich erzählt habe, war eine von vielen peinlichen Dingen, die mir in meinem Leben schon passiert sind. Und in diesem Falle bin ich, wie gesagt, dankbar gewesen, dass ich dieses Gefühl sofort in mir aufkam, um mein Verhalten zu überdenken und zu verbessern. Ich habe dann auch nie wieder so etwas gesagt, möchte ich auch dazu sagen. Und es gibt aber auch Situationen, wo uns Dinge peinlich sind und uns das eigentlich gar nicht peinlich sein muss. Das kann uns geschehen, wenn wir eine Aufgabe erfüllen müssen, aber auf einmal das Gefühl haben, wir sind unfähig dazu oder nicht geeignet. Oder es gibt auch diese Situation, dass andere mich oder uns
beschämen, weil sie uns unwürdig behandeln oder gar bloßstellen. Und dann ist es umgekehrt ja gerade ein Lernprozess, dass man dieses Gefühl der Scham zu kontrollieren versucht, denn nicht immer ist es, müssen wir, sollten wir uns schämen. Manchmal sind es andere, die uns beschämen. Aber das haben Sie vielleicht selbst schon erlebt, es ist nicht leicht, das Gefühl des Schams zu kontrollieren. Es geschieht einfach, es übermannt uns, gerade wenn wir wirklich eben peinliche Sachen erlebt haben oder selbst peinliche Sachen tun. Auch unser geliebter und bekannter Apostel Paulus, auch er hatte Dinge getan, für die er sich eigentlich schämen musste. Er hatte auf sehr frenetische Art und Weise die ersten Christen verfolgt, das wissen wir alle. Aber genau in diesem Augenblick wird er ja von Jesus dazu berufen, das Evangelium, die gute Nachricht über ihn zu verkündigen. Und es ist natürlich sehr vermutlich, dass er ab diesem Augenblick seiner Bekehrung auch ein schlechtes Gewissen hatte in Bezug auf die Dinge, den Dingen, die er getan hatte, bevor er von Gott berufen wurde. Aber zur gleichen Zeit erlebt ja Paulus auch die Gnade Gottes. Paulus erfährt, dass Gott ihn nicht daraufhin beurteilt, was er in der Vergangenheit getan hat, sondern dass er gerade ihn, diesen Christenverfolger, berufen hat, um auf authentische Art und Weise von der Liebe Gottes, die sich in Christus offenbart, zu erzählen. Schließlich hat er selbst diese Gnade erfahren. Paulus erlebt, dass natürlich sein Handeln total begrenzt ist, um wirklich den Willen Gottes, den er ja auch schon im Gesetz ausgedrückt hat, zu erfüllen. Und es ist Gott, der in seiner Liebe die Menschen erst wirklich gerecht macht, weil sie durch das Einhalten des Gesetzes nicht wirklich vollkommen gerecht werden können. Eine der großen theologischen Themen anhand der Paulusbriefe, die dann auch Luther weiter fortführt. Ja, Paulus erlebt es, dass Gott ihm ein neues Leben schenkt, indem er sich nicht schämen muss für sein Handeln und für sein Scheitern. Also wahrscheinlich, das ist natürlich eine Interpretation, die ich mache, hat er sich bestimmt auch geschämt und musste dann auch erleben, erfahren, ich muss mich nicht schämen, hier beginnt ein neues Leben. Gott schenkt mir eine neue Chance, es anders zu machen. Und natürlich noch weniger schämt er sich dann und lässt sich nicht beschämen durch andere für seinen Glauben an diesen Gott, den er ja in ihm entzündet hat. Denn es ist genau ja dieser Glaube, der ihm dieses neue Leben ermöglicht hat. Diese Erfahrung war für Paulus eine solch starke, mächtige Entdeckung, dass er das nicht für sich behalten konnte. So wie es dann manchmal schwer ist, die Scham zu kontrollieren, war es jetzt hier für Paulus schwer, seine Freude darüber zu kontrollieren, dass Gott ein gnädiger Gott ist. Und darum entschied er sich, machte er sich auf, um in verschiedenen, sehr langen Reisen Menschen an unterschiedlichen Orten von diesem gnädigen, liebenden Gott zu erzählen. Das waren natürlich zum einen Menschen, die Juden waren, dann aber auch Menschen, die am nächsten kulturell standen, den Griechen, aber auch so weit reichte die Kraft, reichte der Enthusiasmus des Paulus. Er wollte auch den Menschen, die außerhalb
der Kulturkreisen, die er kannte, stand, von der Liebe Gottes erzählen. So hielt er den Kontakt mit der Gemeinde in Rom. Und so hatte er sogar Begeisterung und Interesse dafür, bis nach Spanien zu reisen, wie das in seinen Briefen erwähnt wird. Hier in unserem Text erzählt er ja von den griechischen Völkern, von den heidnischen Völkern, aber auch von denen, die nicht mal der griechischen Kultur angehören, von denen, die wissen, von den Gebildeten, wie es hier übersetzt wird, und von denen, die nicht gebildet sind. Also von denen, so würde ich jetzt mal es interpretieren, eine andere Bildung oder einer anderen Kultur angehörten, die Paulus nicht kannte. Paulus ist der große Verteidiger unter den ersten Missionaren, der sich dafür einsetzt, dass der christliche Glaube nicht nur ein Glaube für die Juden ist oder für die Nächstdastehenden, sondern für die ganze Welt. Und so hat er ja auch die Menschen, die nicht in der jüdischen Kultur aufgewachsen sind, verteidigt, dass sie nicht auch die jüdischen Riten einhalten müssen, wenn sie sich zum christlichen Glauben bekehren. Und das steht wiederum auch im Verhältnis, das ist kohärent, zu der Gnade, die Paulus selbst an sich erfahren und erlebt hat. Der Inhalt seiner Botschaften ist natürlich dann die gute Nachricht. Die gute Nachricht, dass sie eine Kraft Gottes ist, die jeden rettet, der glaubt. An erster Stelle die Juden, dann auch die Griechen. Alle haben Anteil an dem Heil Gottes, das er selbst erfahren hat. Und alle haben Anteil, weil sie daran glauben. Nun geschieht aber der Glaube nicht aufgrund einer Bemühung, einer persönlichen Anstrengung oder Leistung, die ich vollbringe. So wie er eben die Rechtfertigung, das Gerechtmachen Gottes, ein Heil, eine Rettung ist, die er uns einfach so zuteilkommen lässt. Und so ist der Glaube, das Geschehen des Glaubens, ein Geheimnis, das nicht in unserer Hand ist. Es ist ein Geschehen, was über uns kommt, in ganz verschiedenen Situationen, oft nach auch schwierigen, komplizierten Lebenssituationen. Und es ist ein Geschehen, was nicht verschiedene soziale Gruppen kennt oder kulturelle oder religiöse Herkunft. Es kann jeder erleben, diesen Glauben kann jeder in sich spüren und erfahren. Wir haben es so schön im Text des Evangeliums von heute gehört. Da war dieser Hauptmann, er war kein Jude, er war römischer Herkunft vermutlich, und er hat an Jesus geglaubt, an das heilende Wirken Jesus. Oder da ist die Syrophönizerin oder Kanaanäerin, die auch aus einem anderen kulturellen Kontext stammt, die ganz fest davon überzeugt ist, dass Jesus ihre Tochter heilen kann. Paulus selbst, er hat ja nun nicht jetzt gerade eine große Leistung vollbracht, als er auf einmal anfing, an Gott zu glauben. Es war doch Gott selbst, der in sein Leben eingedrungen ist, sich ihm gezeigt hat, dem es ermöglicht hat, diesen Glauben zu entwickeln. Und darum drückt der Paulus auch aus, dass das Evangelium die Gerechtigkeit Gottes zeigt, wie es hier auch so schön steht. Aufgrund des Glaubens, aber es führt auch zum Glauben. Die Nachricht des Evangeliums, die Nachricht, dass Gott mich gerecht hat, es ist beides. Es lässt mich glauben,
aber ich muss es auch glauben. Gott offenbart sich, damit wir glauben. Und der Glaube wiederum lässt mich in das Gerechtmachen Gottes vertrauen und in das Leben, was vom Evangelium, von der guten Nachricht uns überbracht wird. Und Paulus hat eben diese Überzeugung: Jeder ist dazu fähig, an Jesus zu glauben. Aber er hat auch natürlich erlebt, dass nicht alle an Jesus glauben, dass sich alle Jesus so annehmen, wie er Jesus annimmt. Darüber denkt er dann zum Beispiel im 9. bis zum 11. Kapitel des gleichen Briefes, des Römerbriefes nach. Und er kommt aber interessanterweise dann zur Überzeugung, auch wenn die Juden nicht alle an Jesus glauben, irgendwie sind sie auch in das Heilsgeschehen Gottes eingebunden. Also Paulus glaubt irgendwie, trotz manchmal auch unlogischer Dinge, daran, dass dieses Heil erfahren, erlebend werden kann. Dass dieses Heil, das Wirken Gottes, stärker ist als unsere begrenzte Fähigkeit zu glauben. Der Gerechte lebt aus Glauben, so übersetzt es Luther. Hier steht, aufgrund des Glaubens wird der Gerechte das Leben erlangen. Im Zentrum steht hier eigentlich das Leben, das Gute. Das ist das, was eigentlich Paulus übermitteln möchte, dass Gott uns ein neues Leben schenkt. Es geht also nicht so sehr darum, dass wir ein Urteil über andere fällen und uns darauf konzentrieren, was die nun glauben oder nicht glauben, wie viel Glauben die haben, oder gar darauf zu schauen, haben sie einen großen, einen starken, einen schwachen Glauben. Es geht darum, dass wir uns auf unseren eigenen Glaubensakt, auf unser Glauben konzentrieren, um im neuen Leben zu leben. Wenn wir uns als Gerechtgemachte von Gott erfahren, erleben, dann gehört da auch mit dazu, dass wir erkennen dürfen, dass unser Handeln beschränkt ist. Und dass wir immer wieder aufs Neue natürlich von Gott sein Gerechtwerden nötig haben. Für mich, ich verstehe das ein bisschen so, dass dieses Gerechtmachen, die Gerechtigkeit Gottes, gar einen Raum eröffnet für uns, in dem auch unsere Unperfektheit, der Zweifel, die Fragen, das manchmal Resignieren und auch die Ohnmacht einen Platz finden. Denn wir müssen uns nicht gerecht machen, wir müssen nicht den Zweifel überwinden und die Ohnmacht. Gott stärkt uns, Gott hält uns, Gott schenkt den Glauben. Ich muss, das ist dann auch die Konsequenz, und dann komme ich wieder zurück auf Situationen, wo man sich peinlich verhalten hat. Ich muss dann in diesem Kontext, natürlich nur in diesem Kontext, dann auch mich nicht mehr für mein Fehlverhalten schämen. Wenn ich an diesen Raum glaube, wenn ich an diese Gerechtigkeit glaube, die Gott mir gibt, dann kann ich in diesem Raum auch mich verbessern. Also natürlich, das Schamgefühl für das Fehlverhalten, das war nötig, um es einzusehen. Aber ich kann dann auch wieder Schluss damit machen. Ich kann heute sagen, wenn mir das Scham wieder hochkommt, es ist nicht mehr nötig. Ich habe gelernt und Gott hat mich angenommen in meinem Fehlverhalten. Und natürlich gilt das auch für den anderen. Ich habe nicht das Recht, andere aufgrund ihres Fehlverhaltens zu beschämen, bloßzustellen, sie zu beurteilen, sie
zu verurteilen. Ich wünsche mir, für uns, für mich, dass mein Glaube, dass unser Glaube an das Leben und an das Heil Gottes immer wieder ein Raum sei, in dem wir auf diese Verbesserungs-Lernprozesse hoffen können. Für mich selbst, aber natürlich auch für alle anderen. Und ich wünsche mir, ich hoffe, dass mein Glaube, dass unser Glaube zur gleichen Zeit auch immer wieder uns dazu motiviert und antreibt, daran zu arbeiten, dass unsere Welt besser wird, dass wir in unserem Leben hier auf der Erde schon wirklich ein neues Leben und Heil erfahren, an dem alle, jeder, egal welcher Herkunft, Anteil habe. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre uns Herz und Sinne. In Jesus Christus. Amen.